erstmal hier neben. Später fangen wir dann an, unser Haus zu bauen, unser Fort. Ja, falls jemand mitspielen will, kann der natürlich auch auf den Server kommen. Also ich sage das jetzt mal so, der Server gehört natürlich anderen und der ist aber öffentlich zugänglich. Deswegen können wir ja auch hier spielen. Nur natürlich, jeder, der auf den Server hier kommen möchte, sollte auf jeden Fall unten im Link, unten in der Beschreibung ist ja der Link zu der Homepage und sich darüber auch im Klaren sein, dass dieser Server auch Regeln hat. Und ja, diese müssen natürlich auch befolgt werden. Ja, weil hier soll es ein bisschen geordneter zugehen auf dem Server. Das, wie gesagt, das habe ich ja gesagt. Deswegen sind wir auch hier drauf. Dann macht das ein bisschen mehr Spaß, wenn man auch die Möglichkeit hat, sich hier ein bisschen zu entwickeln. So, wir setzen jetzt mal die Hütte hier hin. Vielleicht setze ich die irgendwie. Ah. Eigentlich wollte ich die irgendwie direkt daneben setzen. Das macht er jetzt nicht. Komm schon, setz die Hütte. Okay, dann setzen wir die hier hin. Ah, eine Tür brauchen wir. Was haben wir denn hier? Wooden Door machen wir erstmal. Metallohre. Ah, was? Okay, die. Eine Metalltür brauche ich, glaube ich, hier in der Hütte noch nicht, oder? Machen wir erstmal hier so eine normale Tür. Genau. Ich werde die Folgen, wenn ich die am Stück aufnehme, glaube ich, einfach auch nur splitten, sodass ich nicht bei jeder Folge dann euch begrüße, denn bei diesem Spiel, ja, die Zeit geht rasend schnell bei dem Spiel vorbei. Habe ich irgendwie. Also das kommt mir so vor, man nimmt auf und dann hat man sehr schnell viel aufgenommen und ja, jetzt jedes Mal bei dem Spiel hier nach einer Viertelstunde irgendwie Hallo und herzlich willkommen zu sagen, ist nicht so sinnvoll, finde ich. Deswegen nicht wundern, wenn einfach eine Folge mal abbricht. Das geht natürlich dann direkt mit der nächsten Folge weiter. So, jetzt kann ich die Tür hier auf und zu machen. Und die können wir auch ich glaube, die brauche ich nicht mehr, mit dem Passwort zu sichern, aber ich schreibe jetzt mal, so dass der ich glaube, der wird so wurde ja so geschrieben, dass wir dann können wir nämlich jetzt, wenn wir hier auf dem Server, können wir dann auch Türen teilen. Und ich hoffe mal, das war jetzt richtig. No players found with this name. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, den Namen falsch geschrieben. Wenn ihr zum Beispiel History schreibt, dann schreibt er die letzten 20 Einträge. Aber ja, der Lamino ist jetzt auch nicht dabei. Okay, gut, dann mache ich das das nächste Mal. Ist ja nicht so schlimm. Oh, Tür auf. Und jetzt können wir erstmal unseren Schlafsack hier unten reinlegen. Den packen wir hier hin. Gut, dann kann ich schon mal in Ruhe sterben. Das ist gut. So, jetzt brauchen wir. Badabadum. Ah, nee, ist nicht Sleeping Bag. Ich wollte doch. Da, eine Kiste. Da machen wir direkt mal zwei Stück von. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz und dann können wir die Sachen da reinpacken. Und dann gehen wir gleich direkt mal wieder auf die Suche nach Ressourcen. Das ist am Anfang hier das Wichtigste. Vor allen Dingen brauche ich noch ein bisschen Essen. Essen kann man hier immer sehr gut gebrauchen. Man sieht jetzt unten rechts, ja, 1503 haben wir jetzt Food und jetzt zum Beispiel 502 schon. Also es geht auch so schon immer schrittweise runter und wenn man natürlich jetzt irgendwas macht mit der Pickhacke oder baut, dann geht es auch noch schneller runter. So, die erste Kiste ist fertig. Jetzt, genau jetzt. Ah, okay, der macht das direkt. Die Zeit läuft direkt für beide. Das ist gut. Dann.
Packen wir die hier. Nein, ups. Kann man die auch übereinander setzen? Geht das? Nee, das geht, glaube ich, nicht, oder? Na gut, dann gucke ich mal. Passt die hier hin? Ja, es passt. Passt nicht, doch. Eigentlich wollte ich die. Na gut, dann. You can't place here. Warum? Du sagst mir doch grün. Ich wollte die nicht direkt neben die Tür setzen. Geht wohl nicht anders. Okay. Na komm schon, Kiste. Ich kann das nicht da hinsetzen. Okay. Gut, dann einen Moment. Heben wir den Schlafsack nochmal auf und stellen die Kiste. Warum kann ich das denn da nicht hinsetzen? Aha, vielleicht stand ich zu nah dran. Okay. Gut, dann den Schlafsack raus. Den legen wir dann hier hin. Und dann machen wir uns hier noch so ein Campfire. Damit können wir dann kochen. Wenn wir uns dann gleich mal ein bisschen Fleisch jagen gehen. Man merkt direkt auf diesem Server, wenn man links in die Chatleiste guckt, dass die Leute sich vernünftig unterhalten. Daran erkennt man schon einen, ist auf jeden Fall schon mal ein Indiz für einen guten Server, wo jetzt nicht andauernd auf die Leute drauf rumgeprescht wird. So, wir packen die Sachen hier mal raus. Obwohl, ich wollte mal schauen, wir packen das mal kurz rein. Wie geht denn hier ein Bogen? Woodgate, ups. Gun Bandage, da brauche ich Close für. Okay, einen habe ich ja noch. Also Bogen können wir uns machen, da brauchen wir einen Stein und vier Wood. Revolver, Hatchet, Hunting Bow. Aha, okay, dafür brauchen wir also Klamotten. Da müssen wir doch mal ein Tier erlegen. Metallfragmente braucht man dafür für die Shotgun. Okay. Den Revolver können wir auch nicht machen. Schade, okay. Na gut, da müssen wir uns ein paar Sachen sammeln. Dann gehen wir mal raus. Dann können wir die Gegend gleichzeitig auch ein bisschen erkunden. So. Ah, Mann, wo gehen wir denn lang? Ich guck mal hier in die Richtung. Da hinten ist auf jeden Fall ein Stein. Ein Tier sehe ich aber jetzt gerade nicht. Da müssen wir einfach laufen. Darauf hoffen, dass wir auf ein Tier treffen. Hier hat sich auch einer ein schönes Häuschen gebaut. Nehmen wir das Holz mit. 10-mal Wood. Ja, das geht fix jetzt. So kann man richtig gut dann später Häuser bauen. Die Sachen scheinen hier schnell wiederzukommen. Oh, ist da hinten? Da hinten habe ich gleich, glaube ich, irgendwas gesehen im Gras. Ja, entweder hat sich da einer ausgelockt. Sieht so aus, als wenn da hinten jemand liegt. Wir gehen mal gucken. Könnte vielleicht ja auch ein Tier sein, deswegen. So. Ah, da fragte sie, unten haben alle Woodplanks und Airdrop bekommen. Das war, was der Lamino erzählt hat. Der Server ist wohl gestern, da hat der Lamino gespielt, da war ich nicht da. Abgestürzt und die Leute haben natürlich ihre Sachen auch irgendwie verloren, teilweise. Ja,
Ich hatte damit ja nichts zu tun, deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass ich jetzt nichts davon abbekommen habe. Aber die Admins haben wir ja vorhin gesehen, mehrere Flugzeuge mit Material hier rüber geschickt. Und finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Was haben wir da? Ja, das ist nur ein Stein. Also ein Felsen, ein Stück Felsen. Da habe ich gerade gedacht, das wäre ein Tier. Aber das war wohl eben eine optische Täuschung, dass hier irgendjemand liegt. Obwohl da hinten, das meinte ich doch. So, ich laufe nochmal in die Richtung. Zum Glück ist es jetzt Tag. Da kann man auf jeden Fall einiges mehr machen. In der Nacht ist es halt wirklich gefährlich, hier draußen rumzulaufen. Vor allen Dingen, erstens, ja, ich glaube, das war nur eine optische Täuschung. Ja. Das war einfach nur die Grafik, die mich da getäuscht hat. Da war nichts. Dann rennen wir einfach mal hier rum. Komm, Wildschwein, 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 wo bist du? Ja, ich fand einen Kommentar heute, da war ich richtig stolz drauf. Das hatte ich schon lange nicht mehr oder schon länger nicht mehr. Und zwar hatte ich ja meinen Kanaltrailer diese Nacht hochgeladen. Und das war ja, wie gesagt, erstmal nur die Kanal, also diese Trailer-Animation ist eine kurze. Aber ich habe mir gedacht, das ist immer noch besser, als wenn ich als Kanaltrailer irgendein Video poste, wo die Leute dann, also irgendein Let's Play. Weil der Kanaltrailer ist einfach kurz, da kommt einfach eine Animation mit meinem Namen und Let's Play steht da. Die ist kurz, die Leute wissen, okay, wenn die auf den Kanal kommen, klar, einmal durch die Videos sehen die das ja sowieso, aber auch durch den kurzen Trailer sieht man direkt, das ist ein Let's Play-Kanal. Und da werde ich natürlich noch hinzufügen, ein Infovideo dahinter, um einfach vielleicht auch mal zu sagen, welche Projekte schon da waren, was ich mache, was ich in Zukunft vorhabe. Das könnte man ja immer wieder mal updaten, sodass die Leute direkt informiert sind. Aber ich finde es auf jeden Fall besser, als wenn ich jetzt irgendeine Let's Play-Folge da laufen lasse. Wenn jetzt ein Nicht-Abonnent da hinkommt und die Folge geht direkt los. Und ich finde, das sagt dem irgendwie noch weniger. Da hinten läuft jemand. Ja, auf jeden Fall hat derjenige geschrieben, weil ich halt nachgefragt habe, wie findet ihr den Trailer? Die Animation. Und er hat geschrieben, scheiße, wie dein Let's Plays. Also erstens wird es ja, schreibt man, wie deine Let's Plays. Und ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte, ja, ich habe es geschafft. Ich habe einen richtigen Hater. Für die Leute, die das nicht wissen, was das ist, Hater sind Leute, die einen nicht abonnieren, einem aber trotzdem einen Klick bringen auf das Video. Also, derjenige hat sich meinen kurzen Kanaltrailer in voller Länge angeschaut. Oh, 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 oh. Wow. Oh, oh, ich muss abhauen. Es tut. Oha. Hilfe, hallo, hilf mir, hilf mir. Boah, ich muss mich heilen. Er hat einen Bogen. Hoffentlich hilft er mir. Ja. Er läuft ja nackt durch die Gegend, aber hat einen Bogen. Oh, den Loot lasse ich dir. Hallo? Ja, der nackte Mann überlässt mir sogar den Loot von dem Zombie. Cool. Gut, jetzt muss ich direkt mal was essen. Ja, ich fand es auf jeden Fall cool. Ich habe einen Hater, der mich nicht abonniert hat, trotzdem auf meinen Kanal vorbeischaut, um irgendeinen Kommentar zu hinterlassen. Das finde ich richtig cool. Ich hoffe, er bleibt am Ball. Also wie gesagt, wenn du dieses Video guckst, dann vielen Dank für deinen Klick. So, ich glaube, in den ersten paar Sekunden war ich so ein bisschen geknickt. Da dachte ich so, jemand mag meinen Kanaltrailer nicht. Und danach habe ich gedacht, ach komm, ist nicht so schlimm. Nein, natürlich nicht. Das war mir total egal. Sowas ist mir auch egal.
Anders sieht das dabei aus, wenn jetzt zum Beispiel jemand, einer hatte auch geschrieben, zum Beispiel sagte er, ja, ich finde das mit dem Trailer nicht so gut, weil ich finde es besser, wenn man, so wie ich das ja eben erklärt habe, wenn man dann den Leuten sich vorstellt und auch noch sagt, was man so alles macht. Ja, das fand ich korrekt. Das ist, also sowas macht ja auch Sinn. Das ist konstruktive Kritik. Jeder hat ja seine Meinung und derjenige sagt halt, nee, so ein Trailer, kurze Animation finde ich nicht so toll, sagt nichts aus. Und da habe ich mir direkt gedacht, ja klar, finde ich cool, dass du auch mir deine Meinung dazu schreibst. Und wenn ich das genauso sehe, dann kann man ja sogar auch daran arbeiten oder sagen, super, die Idee hatte ich selber nicht. Und ja, war, das fand ich cool. Sowas finde ich gut. Und da weiß ich dann, die Leute machen das auch mit. Guck mal, da hinten läuft doch jemand, oder? Ja. Ah, hier sind keine Tiere, das gibt's ja nicht. Hier unten könnt ihr jetzt gerade mal auf den Text unten gucken. Informationen zum Server findet ihr auf www.rustandpeace.de. So, nochmal für euch. Verdammt. Jetzt habe ich kein Medipack mehr. Und ich habe noch kein Tier gefunden. Ich glaube, wir müssen weiter weg. Wir rennen mal einfach mal in diese Richtung. Ups. Ah, ich schreibe jetzt nichts. Nein, ich wollte nichts schreiben. So. Ja, Blutspender, den habe ich jetzt auch schon gestern auch mal auf dem Server hier gesehen. Der scheint hier auch oft rumzulaufen. Auch ein netter Kerl. So wie es mir scheint, denn er läuft hier mit der Waffe rum und tut einem nichts. Und für mich ist jemand, der mit einer Waffe rumläuft und einem nichts tut, schon mal ein sehr, sehr netter Kerl. Der scheint auch nur auf der Suche nach Ressourcen zu sein. So wie ich. Wir gehen einfach mal in den Wald und gucken mal, ob wir hier was finden. Schauen wir uns mal um. Hallo. Oh, ein Schwein, ein Schwein, ein Schwein. Wo ist es hin? Dahin. Wenn wir uns jetzt anschleichen und das clever machen, dann läuft es nicht ewig weit weg und wir können uns vertrimmen. Es hält sich auf jeden Fall im radioaktiven Gebiet auf. Ich weiß nicht, ob das gut für meine Gesundheit ist, aber. Bleib stehen, ich hau dich kaputt. Ja, wir haben es. Super, da können wir uns Klamotten machen und können uns auch. Was ich auf jeden Fall auch brauche, einen Heilungskit machen. Oh, nur vier Klamotten. Animal Fat. Ah, toll. Schade. Aber wir haben wenigstens was zu essen. Das ist auch gut. Oh, ist der tot? Hier hat jemand geschossen. Man muss natürlich trotzdem aufpassen. Wie gesagt, hier ist PvP angesagt. Das heißt, man kann natürlich auch getötet werden. Oh, was haben wir hier? Vielleicht können wir hier was abstauben. Ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit dann achten. Denn hier wird es radioaktiv. Radioactive Man. Oh, oh. Nee, ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. Okay. Boah. Dieses Mal richtig verstrahlt. Ich weiß gar nicht, also ich habe noch gar nicht gesehen, dass das irgendwie Auswirkungen auf einen hat. Muss ich jetzt mal drauf achten, ob meine Gesundheit irgendwie wieder jetzt runtergeht. Ja.
Ja, meine Gesundheit geht runter. Okay, ich muss abhauen, denn gleich bin ich tot. Boah, 738. Oh nein, nein. Verdammt, das darf nicht wahr sein. Und ich habe doch so viele Sachen. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Kann ich noch? Heal Pack. Nein, ich... Ich bin tot, oder? Ja, ich bin tot. Ich wollte gerade sagen, da stand eben 0. Verdammt, wir gehen mal... Ich muss mal... Lauf mal zum Weg zurück. Ich glaube nämlich, dass man seine Sachen da wiederfinden kann. So, da lang war's, oder? Gut, dass ich nochmal zum Weg zurückgelaufen bin. So, jetzt haben wir wieder was gelernt. Radioaktive Strahlung ist nicht gesund. Aber ich habe gesehen, man kann sich Pillen machen, die dagegen helfen. Ich glaube, die brauchen wir auch auf jeden Fall, wenn wir da durchwandern wollen.